Herzlich willkommen und zurück zu Outlast 2. Ihr seht, dass wir in dem Forium-Part erlebt haben. Da lagen wir hier unten in der Kiste drin hier. In dieser Kiste hier. Ja. Also wer jetzt sehen möchte, muss sich den Forium-Part angucken. War auf jeden Fall nicht so schön. So, ich bin echt gespannt, was uns heute erwarten wird. Ich hab schon eine Menge gesehen. Das ist auf jeden Fall heftig, dieses Spiel. Also. Oh, warte, ey. Also, was habe ich auch noch nicht erlebt? Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier richtig sind. Keine Ahnung. Ah! Oh! Aua! Hier los! Ich weiß ja nicht, ob wir jetzt hier lang müssen. Ja, ich glaube ja. Mensch! Ich gibt's doch nicht, ey. Das kann doch echt nicht wahr sein. Ah, oh Mann, ey. Müssen wir das Zeug nochmal machen? Oh, ist ja nicht so schlimm. Vor allen Dingen, das waren auch so eine leichten Gegner. Mensch, was ist denn, was ist denn los hier? Okay. Also jetzt verstehe ich gar nicht mehr gerade. Ich hab da extra schon dieses Ding benutzt, also den Controller, sagen wir mal. Und trotzdem hat es irgendwie nicht so funktioniert. Schnell durch da. So, wir sind durch. Gott sei Dank. Oh, hier haben wir noch was zum Lesen. Wer lesen möchte, bitte wieder Pause drücken. Ist aber ein bisschen klein. Das war ein bisschen größer. Immer nach unten. Okay, so. Dann machen wir weiter am Text. Was schreit denn der so? Oh, wie hat der Aua oder was? Wiss ich nicht. Ach, Scheiße. Deswegen. Oh mein. Mal kicken, wenn wir jetzt hier vorbeikommen hier. Ist auf jeden Fall überall Stacheldraht dran. Ah, hier. Die Kamera. So, gucken wir mal weiter hier. Schön festhalten. Oh, Scheiße. Na, ich probier mal unser Glück. Sehr schön.
Mal die Tür werden wir noch nicht nehmen. Haben wir noch was zum Lesen hier? Wer lesen möchte, wieder Pause drücken, wie gesagt. Okay, gut, das hätten wir auch. Ich denke mal eher, dass wir eventuell hier runter müssen. Ich weiß es aber noch nicht. Deshalb werden wir jetzt erstmal hier probieren. Ja, das war so klar. Shit. I can't. Du brauchst ein Seil. A rope. I just need a rope. Wir kriegen jetzt ein Seil her. Hm. Ja, na super. Wo soll ich denn jetzt hier ein Seil herholen? In den engen Raum hier. Ah, da oben ist raus. Scheiße. Diese blöde. Okay. Gut. Scheiße, da hin. Na, da oben jetzt wohl, oder? Bloß wegen dem Seil verbrauchen. Ich weiß ja nicht mal, ob das Seil da drin ist. Das kann ja auch weiter da hinten sein, in den anderen Hütten. Machen wir da oben. Nur die Frage, wie wir da hochkommen. Der hat auf jeden Fall keinen Bock mehr gehabt. Da hochkomme. Eine Zeile brauchen wir. Okay, so jetzt müsste eigentlich theoretisch gesehen unten sein. Wir uns das Seil nehmen können. Thanks.
Perfekt, jetzt, jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Schnell, zähl ran. Jawohl. What? Don't touch me! Take your hands off me! Touch disgust me out of you! Hey! Oh, na so viele, ey. No, God damn you! Scheiße, Alter. Geil. Also das Spiel, absolut geil. So. Was ist denn jetzt? Hä? They make it. Fuck. Irgendeine Kühlkammer hier, oder was? Okay. So, pass auf, wir hier nicht erfrieren. Blut. Da haben wir Blut hier von. Ja, toll. Fenster. Ohne Schwangen. Scheiße. Wo müssen wir denn jetzt lang hier, Alter? Arschkalt hier. Ja, hier. Boah. So, jetzt sind wir schon mal wieder am Schulgebäude drin. Seht, dass hier alles mit Blut beschmiert ist. Das ist ganz schön heftig. Gerade wie ich das wieder sehe. Achso, okay, da kommen wir nicht weiter. Ah, was ist das denn jetzt? Scheiße, ich hätte mal ein bisschen schneller laufen sollen. Aber das kann man ja vorher nicht wissen. Scheiße, Alter. Gut, jetzt wissen wir aber, dass ich ein bisschen schneller laufen muss. Okay. Was ist denn das jetzt? Hä? Das verstehe ich gerade ja nicht mehr. Moment. Ist ja der Ausgang da, ne? Ja. Okay.
Scheiße, Alter. So ist das also gemeint, okay. Heftig gerade. Da geil aus hier. Jetzt haben sie echt geil hingekriegt hier auch vom grafischen her das Spiel. Ah, also das ist da, wo wir drinnen waren. Kicken auch mit. Vielleicht kommen wir hier wieder rein. Nee, natürlich nicht. Auf die andere Seite. Na, hab ich hier so eine Art Hausmesser oder was? Folgt mich auf jeden Fall auf Schritt und Tritt hier. Ruf da. So. Jetzt wird's aber ganz schön haarig hier langsam. Ah, da haben wir noch eine Batterie. Können wir auch mal gute brauchen. Was haben wir da noch schön drin? Eine Müllwinde. Jetzt die Frage, da lang oder da lang? Okay, gut, also die andere Seite lang. Boah. Toll, jetzt sind wir da, wo wir vorher waren. Wieder am Schulgebäude. Denke ich mal, dass das Schulgebäude ist. Ich glaube schon. Also alle zu hier. Na, alle zu sein kann er nicht. Da muss ja irgendwie. Irgendwie müssen wir ja was machen können hier. Ja? Was nicht immer so flimmern würde. Ja, das kennen wir ja schon. Ah, sie ist nicht alleine hier. Oder sie ist alleine hier, sagt sie. Jetzt ist wieder zu. Wenn wir Glück haben, ist jetzt die andere offen. Blockiert. Blockiert. Okay, auf jeden Fall haben wir Jessica, noch. Come here. Jess! Hey! Wir haben was noch eingefangen. Ich bin so übt. Was sind wir denn jetzt hier? Jessica, can you hear me? Also. Ich weiß zwar jetzt nicht wohin, aber gut. Weil hier sieht man ja absolut gar nichts. Warte mal. Guck mal, ob ich irgendwo sehe oder höre. Light me. Keep me this night. And shed from me. Thy presence bright. I need not fear. If thou were near,
Aber kommt der Sache schon näher. Thou art my savior, kind and dear. Quick, the day is done. Oh God, the sun, look down upon thy little one. O light of light, keep me this night, and shed round me thy presence bright. Na, wo sind sie jetzt? Quick, the day is done. Oh God, the sun, look down upon. Ich glaube, ich habe bald irgendwann ja keine Batterien mehr. Ja, ich werde die dann ja nicht finden hier. Thou art near. Thou art my savior, kind and dear. Quick, the day is done. Oh God, the sun, look down. Light of light, keep me this night, and shed round me thy presence bright. I need not fear if thou art near. Thou art my savior, kind and dear. Quick, the day is done. Oh God, the sun, look down upon. Wie muss hier sein? Light of light, and shed round me thy presence bright. I need not fear. Thou art near. Thou art my savior, kind and dear. Quick, the day is done. Oh God, the sun, look down upon thy little one. Jess, are you there? Scheiße. Ach du Kacke, ey. Jetzt will ich gar nicht mehr. Ich weiß ja nicht mal, wo wir eigentlich hier sind. Aber gut, okay. Ah. Sind auf jeden Fall erstmal wieder draußen. Bei irgendeiner Villa oder so. Ne, will er nicht? Scheiße. Na, dafür können wir ja die Verbände nehmen. Ne, wir werden auf jeden Fall da oben rennen gehen. Wenn es denn da was gibt. Außer Kassettenrekorder. The lake. Okay, get to the other side of the lake. So, von da sind wir ja gekommen. Das heißt, wir müssen sowieso hier runter. Praktisch diese Treppe nehmen. Was uns jetzt noch erwartet hier. Also das ist ja schon. Ah hier. Oder? Okay. I'm not putting a fucking toe in that water. Scheiße. The lake is wrong. Der geht ja ins Wasser rein. Sieht ja absolut geil aus. Ah, jetzt nur die Frage, wo wir eigentlich hin müssen. Ist abgeschlossen. Weiter.
Sag mal. Hier irgendwie weit offen sein hier. Aber das sieht doch geil aus hier. Mit dem Mond so. Absolut geil. So. War das ein Fenster zum Rausspringen auf jeden Fall? Ja, das war da oben. Mehr gibt's hier nicht. Verstecken ist da noch ein bisschen was. Nee, ich glaube, man kommt da auch noch weiter, aber wir gehen mal erstmal da oben in das Haus rein. Falls wir da oben drin kommen, ist die Frage. So, Aufnahme haben wir. Weit und breit keine Batterien. Ja, so eine Batterien kann man nie als genug haben. Also nicht mehr. Also lieber mehr als zu wenig. Sagen wir mal so. Haben wir so eine kleine Insel. Ah, das sieht da absolut geil aus. Gut, wir haben den Speicherpunkt erreicht und werden jetzt hier auch, denke ich mal, Part Ende machen. Vor das machen, gucken wir noch mal kurz hier. Da haben wir den Mond. Das sieht so geil aus, ich weiß nicht. Aber irgendwie sieht das richtig schön aus. Gut, okay. Das sollte das aber auch sein. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Der Part. Für mich war das genauso aufregend wie die anderen Parts auch alle. Und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Outlast 2. Und bis dahin. Ciao.